Hallo zusammen, in diesem Kurzvideo zeige ich, wie eine Lamellenkupplung aufgebaut ist und wie sie prinzipiell funktioniert. Eine Lamellenkupplung hat die Aufgabe, das Drehmoment zwischen den zwei Wellenenden zu schalten. Im geschlossenen Zustand wird das Drehmoment geleitet. Im offenen Zustand nicht. Auf einem Wellenende sitzt eine Kupplungsglocke und in dieser Saison trägt die Kupplungsglocke von Welt ein frisches Mausgrau. Damit wir ins Innere sehen können, sind hier lediglich drei Stege ausgeführt. Funktionsbestimmt und namensgebend sind an der Lamellenkupplung natürlich deren Lamellen, die in diesem Modell farblich gekennzeichnet sind. Die roten Lamellen sitzen über diese Innenverzahnung axial verschieblich, aber drehmomentleitend auf der Welle. Man bezeichnet sie deshalb auch als Innenlamellen. Die schwarzen Lamellen greifen auf der Außenseite in die Kupplungsglocke. Und das sind die richtig Außenlamellen. Über drei über den Umfang verteilte Hebel können die wechselseitig angeordneten Lamellen zusammengepresst werden, damit sie reibschlüssig das Drehmoment übertragen. Um alle Hebel gleichzeitig und sogar während des Laufens betätigen zu können, braucht man eine auf der Innenseite zulaufende Schaltmuffe, die über die Welle gezogen wird. Kupplung geschlossen, Kupplung geöffnet. So bestechend einfach, aber genial funktioniert eine mechanisch betätigte Lamellenkupplung. Wenn euch diese Erklärung gefallen hat, freue ich mich über euren Daumen nach oben. Und jetzt, à la ciao, wir sehen uns im nächsten Lernvideo.